Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, vor einer Woche haben wir zwei gefundene Miezen vorgestellt. Ihre Besitzer haben sich nicht gemeldet, aber für beide gibt es Interessenten. So können die Katzen das Tierheim wohl bald verlassen. Das ist doch eine erfreuliche Vermittlungsnachricht. Zwei kuschelig weiche Chinchilla-Männchen machen den Anfang unserer heutigen Folge. Die zwei leben schon sehr lange in der Arche Noah. Tierheimleiterin Katrin Mattes hofft, dass die beiden nun endlich ein Zuhause finden. Die Böckchen wurden im Jahr 2015 bei Ortruf an der Scherers Hütte gefunden. Ihr Geburtsjahr wurde damals bei dem einen auf 2014 und dem anderen auf 2012 geschätzt. Chinchillas können 15 bis 20 Jahre alt werden. Unsere Kandidaten haben also noch viel Zeit vor sich. Die Haltungsbedingungen sind in der Arche Noah gut für die beiden Kumpel, aber jedem gestrandeten Tier im Tierschutz fehlt irgendwann sein individuelles Zuhause. Da Chinchillas nachtaktive Tiere sind, eignen sie sich nicht als Kuscheltiere für Kinder. Denn wenn die Kinder im Bett liegen, werden die posierlichen Hasenmäuse aktiv. Gesucht werden Chinchilla-Liebhaber, die den beiden Freunden ein artgerechtes Zuhause geben können. In eine reine Käfighaltung werden sie nicht abgegeben. Interessenten können sich in der Arche Noah gern anschauen, was ein Chinchilla braucht, um sich wohlzufühlen. Als zweites stellen wir ein Katzenkind vor, welches in Gotha in der Stölzelstraße gefunden wurde. Die niedliche, weiß getigerte Mieze wird auf ungefähr ein halbes oder ein Dreivierteljahr geschätzt. Sie ist eine wahre Schmusebacke und sehr menschenbezogen. Das arme Katzenkind lief ganz verstört zwischen dem Autoverkehr und wurde zu seinem Schutz zur Arche Noah gebracht. Nun sitzt sie im Quarantänekäfig und hofft immer auf Zuwendung. Für Miezi werden ihre Besitzer gesucht oder Menschen, die sie erkennen und wissen, wo sie zu Hause ist. Wenn sich für sie niemand meldet, soll sie so schnell wie möglich vermittelt werden. Der Winter kommt und am Abend ein Kätzchen auf dem Schoß? Gemütlicher geht's doch nicht.